Ich hatte aber auch schon Verträge unterschrieben oder auch Vorliegen gehabt, wo Universe als Territory festgelegt wurde. Irgendwie wurde geleakt, dass dieser wohl daran arbeitet, ein Pro-Rata-Modell auf ein Artist-Centric-Modell umzustellen. Hallo und herzlich willkommen zum Dictis Deep Dive, dein Musik-Business-Podcast. Mein Name ist Nico, ich bin der Network-Manager bei Dictis und bei mir habe ich den... Luca und ich bin Head of Marketing bei Dictis. Mega. Genau und ja... Heute wieder ganz spannende Folge. Ich glaube, wir haben wieder ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Wir wissen wieder nicht, was der andere für Fragen tatsächlich rausgepickt hat. Mhm. Vielleicht auch nochmal an der Stelle, falls ihr Fragen zum Podcast habt oder grundsätzlich zum Musikbusiness, seid ihr herzlich eingeladen, die uns zu stellen. Ihr findet uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, die es da so gibt. Deswegen meldet euch einfach, schickt uns eure Fragen und dann landen die als nächstes hier im Podcast. Genau, beantworten wir auch richtig gerne. Wir freuen uns immer über spannende Fragen, außergewöhnliche Fragen und ich glaube auch, da ist keine Frage zu doof. Also ich meine, jedes Level, ob das jetzt eine Einsteigerfrage ist oder ob wir irgendwie total abnerden über irgendwelche Ads. Total. Also da ist alles wirklich, wirklich herzlich willkommen. Total. Ich habe jetzt auch tatsächlich heute eine Frage dabei, wo wahrscheinlich wir jetzt nicht drüber gesprochen hätten, wäre die nicht aufgekommen. Aber als ich die Frage gelesen habe, dachte ich so, ja, stimmt eigentlich. Also die Frage kriegen wir immer wieder gestellt, auch mit potenziell neuen Labelpartnern, mit denen wir arbeiten möchten. Denen das einfach so gar nicht so wirklich bewusst ist, aber klar. Später dann mehr dazu. Es ist auch immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, wenn wir auch zwischenmenschlich die ganze Zeit uns auf einem Level bewegen, ist es total schwer darauf zu kommen, was ist denn so die Dunkelziffer an Wissen so ein bisschen. Voll. Also deshalb glaube ich, dass da wirklich keine Frage irgendwie zu einsteigermäßig ist, sondern wir können da wirklich, wirklich überall was drüber sagen, denke ich. Absolut. Willst du anfangen? Ich fange gerne an, ja, warte, einen Moment. Let's go. Ich hoffe, ich kenne die Antwort. Ja, das ist immer spannend bei so einem Format auf jeden Fall. Gut, ich glaube, da kannst du auf jeden Fall was dazu sagen. Also die Frage ist, sollte man Conferences wie das ADE besuchen und wie bereite ich mich darauf am besten vor? Das ist witzig, ich habe fast die gleiche Frage. Ja, okay, nice. Aber gut, vielleicht kombinieren wir die einfach. Bei mir war die Frage... ich gehe dieses Jahr zum ersten Mal auf die ADE. Habt ihr Tipps für mich? Und wir sind ja auch da. Jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder. Vielleicht kurz, was ist ADE? Klar. Amsterdam Dance Event. Das findet einmal im Jahr statt. Ist so, glaube ich, mitunter die größte elektronische Musikmesse, wo sich im Endeffekt einmal im Jahr immer, ich glaube, Mitte, Ende Oktober. Genau. Ich glaube, jeder Branchen, Branchen. Spezialist könnte man sagen. Spezialist, sich sammelt und dort im Endeffekt zwischen zwei Spots hin und her tingelt. Das ist einmal das Felix Meritis und einmal das Anders Hotel. Genau. Und da findet man im Endeffekt Gott und die Welt. so ist es. Also ich habe mal gelesen, es sind 400.000 Leute da. Aber das ist natürlich einmal de facto tatsächliche Conference, Messe, Musikindustrie. Ja. Und eben die Administrativen aus der Musikindustrie, die sich eben an diesen zwei Spots und überall drumherum treffen. Und dann gibt es aber drumherum natürlich noch ordentliches Programm, Musik. Und ich glaube, so fühlen sich dann die 400.000 Leute auf. Das sind dann eben Fans von elektronischer Musik, die dann hingehen und da im Ziggo Dome, weiß ich nicht, Afterlife gucken oder so. Aber gute Frage, wie bereitet man sich denn drauf vor? Also grundsätzlich, was wir gemerkt haben, glaube ich, ist, vorher seinen Terminkalender zu füllen und die Termine auszumachen, macht definitiv Sinn. Ne? Was ich jetzt auch von Freunden und Bekannten häufiger mal gefragt wurde, ist, braucht man denn den Pass? Braucht man denn diesen Badge? Weil der ist jetzt nicht so günstig. Ne? Und ich habe das Gefühl, da wollen viele drumherum. Ich für mein Gefühl... sag, wenn man jetzt persönlich hingeht als Artist, ein bisschen connecten möchte, dann nicht unbedingt, ja? Ja. Weil die ganzen Leute, die tingeln sich sowieso in der Stadt rum und connecten kann man auch außerhalb dieser offiziellen Conference Spaces. Dann oftmals kommt, ja auch viel, viel besser. Genau. Ja, und dann kommt man halt nicht rein, ne? Dann kann man sich halt nicht angucken, wie Diplo über seinen Werdegang spricht oder so. Genau. Aber ich glaube, aus einer professionellen Perspektive, gerade für uns, Companies,
wenn man in der größeren Gruppe hingeht und wirklich auch eine Agenda hat, macht es, denke ich, definitiv Sinn, sich diesen Conference Pass zu holen. Allein schon, weil du dann auch ins Anders Hotel reinkommst. Ne? Sonst lassen sie dich ja. Stimmt, das war jetzt letztes Jahr auch zum ersten Mal, meine ich so, dass sie ja irgendwie ab einer gewissen Cap so gesehen gesagt haben, okay, jetzt kommt keiner mehr rein, im Endeffekt nur noch Leute mit diesem Pass. Ja. Also vielleicht aber trotzdem auch für ich sage jetzt mal, den normalen Besucher, der einfach nur Musik interessiert ist, könnte es trotzdem ganz interessant sein, weil damit kommst du ja abends in die Clubs und zu den Veranstaltungen kostenlos rein. Und das ist, wenn du natürlich irgendwie ein exzessiver Feiermensch bist, dann kann sich das auch definitiv lohnen. Also es ist eine große Eintrittskarte letztendlich. Definitiv, ja. Jetzt gerade, wenn du irgendwie branchenmäßig dann dort bist und versuchst auch Business zu machen, dann ist es vielleicht nur ein Teil der Geschichte. Mhm. Aber ja, also ich bin bei dir. Also grundsätzlich, ich glaube, selbst ohne Pass kannst du sehr, sehr gut connecten. Ja. Und was halt, und vielleicht, das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht mit erwähnt, mit dem Pass hast du ja Zugriff auch auf die Datenbank und siehst im Endeffekt, wer noch diesen Pass abgeschlossen hat oder sich gekauft hat. Ja. Und kannst dann auch theoretisch, ähnlich wie das auf Tinder, glaube ich, ist, swipen, oder war das bei der IMS? Das war bei der IMS. Das fand ich sehr interessant, wo du dann auch eben im Endeffekt die Datenbank durchgehen konntest und dann links oder rechts swipen konntest, wenn du praktisch interessiert bist an der Person, die kennenzulernen oder dich mit der dann zu treffen. Ein Meeting zu machen, genau. Genau. Und wenn die andere Partei dann auch eben geswiped hat, dann hattest du die Möglichkeit, glaube ich, zu chatten, richtig? Genau. Also ich glaube, das war wie so ein Matching-System. Ja. Aber jetzt bei der ADE ist es ja praktisch, es gibt eine Datenbank, da sind die ganzen Companies und die Mitarbeitenden drin. Und dann gibt es, glaube ich, noch so ein Feed, wo sporadisch ein bisschen was gepostet wird, aber die meisten Sachen, die da stehen, sind mehr so stoked for ADE und one month to go und so Zeug. Aber ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich vorher zu informieren, wer ist alles da, ob man das jetzt mit so einer Datenbank macht oder ob man das jetzt einfach mit seinen Kontakten macht. Ist eigentlich egal, und dann einfach checkt, hey, habt ihr Zeit, lasst Termine machen. Weil häufig ist es, denke ich, so, wenn du ein paar Leute kennst und dich an die ranhängst, dann entstehen da auch schon wieder ganz, ganz neue Synergien. Ja. Ne? Ich kann sagen, unsere Terminkalender sind vorher schon voll. Klar, da ist ein bisschen Raum dazwischen und das gehört auch ein bisschen dazu, da zu netzwerken und da so ein bisschen mit dem Flow zu gehen. Aber selbst wenn der Kalender jetzt nicht ganz voll ist vor der ADE, glaube ich, wie gesagt, kann man sich da an jemanden ranhängen. Total. Und dann trifft man neue Leute und dann entstehen da neue Gespräche und dann entstehen wieder neue Gespräche. Und gerade das ist, glaube ich, einfach die große Kraft von diesen Conferences, dass es wirklich nicht viel braucht, um die Synergien mit vielen Leuten abzuchecken. Ja. Und das ist schon echt cool. Aber ganz praktisch betrachtet, sehr, sehr, sehr bequeme Schuhe. Gute Kleidung, weil Amsterdam im Oktober ist immer ein bisschen schwierig. Morgens oder mittags wird dir deine Jacke zu warm, aber abends brauchst du sie. Also gerade solche Sachen sollte man vielleicht auch bedenken. Und ihr werdet wahnsinnig viel laufen. Das auf jeden Fall. Das ist ja unbestritten. Ich glaube, das ist so die Zeit im Jahr, wo ich, glaube ich, die meisten Schritte irgendwie, wo mein Handy die meisten Schritte erfasst. Mhm. Und vielleicht auch ganz guter Tipp, gerne auch weit im Voraus buchen, weil natürlich zu der Zeit die ganzen Hotels sind auch voll. Ja, das ist hart, Und teuer. Die Preise gehen dann auch ordentlich nach oben. Also wir haben, glaube ich, jetzt für dieses Jahr schon, glaube ich, im letzten Jahr das Hotel gebucht. Also es lohnt sich da wirklich schnell irgendwie am Start zu sein. Definitiv. Und dann so, wie du sagst, was ich halt so schön finde bei diesen Conferences, und deswegen würde ich das auch jedem und jeder da draußen empfehlen, du siehst immer die gleichen Leute, und da entsteht halt irgendwie schon auch eine Beziehung zu denen. Voll die und, Bindung einfach. Ja. Je häufiger du natürlich diese Conferences besuchst, desto größer wird auch der Kreis an Leuten, und die kennen ja wiederum andere Leute, und so kommst du immer mit mehr Leuten in Austausch und mit mehr Leuten in Kontakt, und das finde ich mega hilfreich, und egal wie
was für ein Kontakt das ist oder in welchem Bereich derjenige oder diejenige dann arbeitet in der Musikbranche. Du schnappst immer trotzdem so vereinzelt ein paar Sachen auf, die dir dann wieder weiterhelfen. Und das finde ich eigentlich den größten Benefit von so Messen. Es sei jetzt dahingestellt, wie viel Business dann tatsächlich daraus immer entsteht. Na, weil natürlich so im Face-to-Face-Gespräch da viele dann immer sehr überschwänglich sind und relativ viel dann auch versprechen und da Feuer und Flamme sind, aber wenn es dann praktisch oftmals dann per E-Mail-Thread dann weitergeht oder es dann konkreter wird, dann ist es dann deutlich schwieriger. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich einfach so in der Branche. Aber wie gesagt, es geht, glaube ich, eher darum, Beziehungen zu pflegen, mit neuen Leuten zu sprechen, neue Leute kennenzulernen, seinen Kreis zu vergrößern. Und du weißt ja auch nie so richtig, was am Ende dabei rauskommt. Ja. Ja? Also häufig ist es ja auch so, dass du hast Gespräche und dann weißt du nach dem Gespräch nicht so ganz, okay, so, was wird da jetzt draus? Und dann wird erstmal nichts draus und 6 Monate später meldet sich die Person per E-Mail und auf einmal entsteht da was. Ne? Ja. Und dann geht eine Tür auf oder es entsteht eine Chance. Und das ist vielleicht auch der Tipp, den ich mitgeben möchte, da wirklich extrem offen zu sein, weil selbst die Meetings oder selbst die Leute oder die Treffen, wo man am Anfang nicht gleich erkennt, was hatte das jetzt für ein Business-Nutzen, selbst diese können sich später total entpuppen als ein absoluter Türöffner. Und um vielleicht noch da was hinzuzufügen, was du gesagt hast, was ich wunderschön finde, ist in dieser online getriebenen Welt, wir arbeiten, kollaborieren persönlich und mit Dictis natürlich mit so vielen Leuten, die wir aber noch nie gesehen haben. Ja? Wir sind zum Teil aktiv mit Leuten in Kontakt, haben da mehr oder minder jeden Tag Kontakt, haben die aber noch nie persönlich gesehen. Und dann gehst du nach Amsterdam und die sind halt alle da. Mhm. Und das finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Also ich habe auf meiner persönlichen Artist-Ebene teilweise jahrelang mit Leuten zusammengearbeitet und bin wie so eine moderne Brieffreundschaft wahnsinnig close mit denen geworden, hab die aber einfach noch nie gesehen. Und dann stehst du da vor dem Anders-Hotel und dann tippt dir halt jemand auf die Schulter. Und das finde ich total, total cool eigentlich. Ja, mega. Schön. Aber vielleicht noch, was gibt es sonst noch für Conferences, die du empfehlen würdest? Also ich meine, vielleicht aus Dictis-Brille gesehen, wir waren jetzt auf der IMS, International Music Summit in Ibiza. Reeperbahn-Festival haben wir jetzt gemacht. Mhm. Was gibt's noch? Berlin Dance Music Event. Ne? Das ist auch so eine Sache. Dann unser CEO war jetzt auf der Sonar gewesen. Barcelona. Aber grundsätzlich, also IMS war schon richtig stark. Ja. Ne? Also Wetter war natürlich auch Bombe, muss man sagen. Wetter war Bombe und die IMS fühlt sich natürlich an wie die ADE. Du hast all diese Haupteffekte dabei, du triffst neue Leute, du triffst alte Bekannte, alte Freunde, du triffst Leute zum ersten Mal, aber halt in der Sonne. Und das ist schon nochmal ein bisschen anderer Vibe. Es ist auf jeden Fall viel kleiner als die ADE. Ne? Mhm. Auf der ADE hat man wirklich das Gefühl, die ganze Stadt pulsiert einfach mit Leuten und da ist dieses ganze Potenzial, während sich die IMS eher kleiner hält und das alles praktisch in einem Hotel stattfindet. Ja. Ne? Aber auch ganz nett, da macht man die Meetings halt direkt am Pool. Ja. Ne? Geht deutlich schlechter beim Aperol für 15 Euro. Hallo, 2 Cola bitte, 36 Euro, alles klar. Ja, genau, das ist vielleicht so der einzige Knackpunkt an der Geschichte, aber du, wie gesagt, ich fand IMS auch tatsächlich sehr interessant. Mhm. Auch viele DSPs dort gesehen. Voll. Und du hast schon gemerkt, also wie das auch nochmal in den letzten Jahren gewachsen ist. Also wir waren auch vor 4 Jahren, glaube ich, zuletzt nochmal vor Corona, war auch schon sehr gut, aber es hat sich nochmal krasser entwickelt tatsächlich. Klar. Ja, also genau. Gut, mit der Größe kommt natürlich auch ein bisschen eine Chance. Also auf der ADE kann man schnell mal das Gefühl haben, dass manche Dinge nicht so ganz erreichbar sind. Ja? Also es gibt zum Beispiel so ein paar Events, wo wir versuchen reinzukommen, aber noch nicht den Fuß in die Tür gekriegt haben. Ja? Während ich bei der IMS jetzt nicht das Gefühl hatte, eben weil es alles so zentriert diesem Destino stattfindet und um diesen Pool. Ja. Und dann ist halt da die Deezer-Party und dann
stehst du halt da einfach. Ja. Ne? Wobei ich es trotzdem auch witzig finde, vielleicht kurze Anekdote, wir standen letztes Jahr, glaube ich, auch bei der Beatport-Party einfach an der Bar und dann hatte, glaube ich, eine Songwriterin, die du kanntest, irgendwie über ein paar Ecken dich angesprochen. Und ihr Freund war einfach einer der Mitgründer oder Inhaber oder irgendwie... Von Insomniac. Insomniac, die ja die EDC-Festivals machen. Also da kommt man relativ schnell und gut dann auch vielleicht an die richtige Person. Voll. Also das ist schon unfassbar manchmal, ja. Mega. Ja, cool. War richtig stark. Alright. Ich pack die nächste aus, ha? Super gerne. Also. So. Oh. Was haltet ihr vom Artist-Centric-Streaming-Modell? News, News, News! Genau, also ich glaube, Deezer hatte das jetzt announced oder es kam irgendwie, wurde geleakt, dass Deezer wohl daran arbeitet, von einem Pro-Rata-Modell auf ein User- oder Artist-Centric-Modell umzustellen. Grundsätzlich finde ich es, glaube ich, interessant, das mal zu sehen, wie sich das auch royalty-technisch für den einen oder anderen dann auswirkt. Bin aber auch so ein bisschen zweigeteilt oder zwiegespalten, weil natürlich pro Rata, klar, also vielleicht nochmal kurz zu den Modellen, Spotify beispielsweise oder auch viele andere Streaming-Modelle schütten ja nach wie vor nach pro Rata aus. Genau. Das bedeutet ja, dass im Endeffekt in einem Pool oder beziehungsweise die Royalties, also durch Abo-Modelle, durch Werbung etc., es landet alles in einem Pool. Und aus diesem Pool wird dann im Endeffekt nach Anteilen, nach Streaming-Anteilen ausgeschüttet. Also sprich, wahrscheinlich hat Drake grundsätzlich einen größeren Streaming-Anteil als jetzt, ein kleinerer Künstler von der Schwäbischen Alb. Dementsprechend bekommt der ja auch einen größeren Anteil von dem Gesamtkuchen. Richtig. Und beim Artist-Centric-Modell geht es ja eher darum, okay, ich bin beispielsweise ein großer Fan von dem Künstler von der Schwäbischen Alb und gebe 10 Euro im Monat aus für mein Spotify-Abo und höre aber 90% nur den Künstler von der Schwäbischen Alb, dann bekommt der logischerweise von diesen 10 Euro dann auch logischerweise mehr Kohle ab. Richtig. Das ist so, glaube ich, der gravierende Unterschied von den beiden Modellen. Jetzt bei einem Pro-Rata-Modell, wenn ich jetzt aber beispielsweise keine Superfans habe, fahre ich, glaube ich, mit dem Pro-Rata-Modell trotzdem deutlich besser. Auf jeden Fall. Deswegen ist es so, ich sage jetzt mal gerade für, ich sage jetzt mal die klassische Musik, ich glaube, wird immer als Beispiel hergenommen, wenn man über die Streaming-Modelle oder die Payout-Modelle argumentiert, weil in der klassischen Musik gibt es ja sehr viele, oder ist ja die Hörergruppe relativ alt, tendenziell. Und die haben deutlich weniger Zeit, Musik zu hören. Aber wenn sie Musik hören, dann hören sie eben klassische Musik. Und das dann fast ausschließlich mit ihrem Abo-Modell. So, während die jüngere Generation eben viel, viel mehr Zeit hat und viel, viel mehr Zeit auch auf Streaming-Plattformen eben verbringt und im Endeffekt dann die ganzen Zeit lang nur Deutschrap gehört hat oder eben vor allem Hip-Hop-lastige Musik. Und ich glaube, daher stammt auch so die Grundsatzdiskussion, welches Streaming- oder Payout-Modell tatsächlich so wirklich das Richtige ist oder das Fairste ist vielleicht auch. Ich glaube, eins der Argumente ist auch immer so dieses weiße Rauschen und diese, diese Function-Sounds damit mal so ein bisschen zu bekämpfen. Aber ich verstehe das Argument ehrlich gesagt nicht so ganz. Weil es gibt ja Leute, die hören es trotzdem. Ja, klar. Ja, und sagen wir, ich höre 50% meiner Zeit nur weißes Rauschen, White Noise, Brown Noise, Pink Noise, was auch immer, 32 Hertz Musik, dann verstehe ich jetzt nicht, wie das Artist-Centric-Modell daran was ändert, weil die bekommen ja trotzdem das Geld von meinem Abo. Aber grundsätzlich denke ich schon auch, vielleicht verschiebt es das Problem auch nur in gewisser Weise. Ja, also dann bist du halt ein Artist, der hat viele, viele Fans und dann freust du dich über das Modell. Ja. Aber es ist jetzt nicht ganz Newcomer-freundlich, könnte man sagen. Ja? Und ich halte es einfach für wahnsinnig schwer, da ein richtig faires Modell für alle zu finden. Und ich persönlich befürchte, dass so ein Artist-Centric-Modell, das klingt erstmal wahnsinnig gut, aber schlussendlich
könnte es potenziell die Schere zwischen, übertrieben gesagt, Superstars und Newcomern noch größer machen. Mhm. Ja? Also ich glaube, ein großer Teil dieser, ich sag mal, dieses demokratisierteren Streamings. Ja? Mhm. Also Streaming hat ja die Musikindustrie aufgemacht, ja? Und Chancen geschaffen, auch für Nicht-Major-Artists und nicht die Top-Selling-Artists wirklich was zu reißen. Ja. Und ich glaube, dieses Artist-Centric-Streaming-Modell hätte einfach immer dieses Risiko, dass eben diese Schere wieder weiter aufgeht. Ja? Und da bin ich mir wirklich nicht so ganz sicher. Dass das aktuelle Modell auch seine Probleme hat, dieses Pro-Rata-Modell, das steht völlig außer Frage. Ja. Ja? Aber ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwer, da auf den grünen Zweig zu kommen. Aber ich finde das gut, dass das probiert wird. Deezer soll das mal machen. Ich glaube, es ist irgendwie eine Kollaboration mit Universal. Okay. ich glaube, ab Oktober in Frankreich. Aber ich denke, dass gerade solche großen Systeme, die werden wir hier im Podcast nicht geregelt kriegen und nicht durchgesprochen kriegen. Ja. Und ich glaube auch, selbst wenn man das jetzt fast schon wissenschaftlich angeht, sind die wahren Effekte von sowas wirklich erst nach einer ganzen Weile absehbar. Deshalb finde ich das ganz gut, die sollen das mal ausprobieren und dann checken wir mal, was da noch so kommt. Ja. Absolut. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hatte auch erst jetzt, glaube ich, letzten Freitag in einem anderen Podcast die Diskussion, wo jemand auch sehr gerantet hat gegen Spotify und gegen das Abrechnungsmodell. Aber auf der anderen Seite, viele vergessen ja auch, was Spotify und Musikstreaming grundsätzlich für eine Chance gebracht hat für Musiker und Musikerinnen weltweit. Ja, also wir haben ja auch als Vertrieb mit Musiker, Musikerinnen aus Indien, Pakistan zu tun, die teilweise davor niemals die Möglichkeit gehabt hätten, zu physischen Zeiten ihre Musik auch überhaupt rauszubringen. Jetzt heutzutage ist es einfach nur noch ein paar Klicks entfernt. Ja? Und du musst nicht ins Risiko gehen. Ja? Du kannst einfach deine Musik rausjagen und wenn was passiert, dann passiert was und dann kann auch richtig Geld verdient werden, wenn du in den richtigen Algorithmus reinkommst, wenn deine Musik auch gut performt, wenn deine Musik qualitativ einfach auch gut ist. Ja? Dementsprechend, ich verstehe irgendwo auch die Diskussion die Konversation über dieses richtige Abrechnungsmodell, aber ich finde oftmals, dass das dann dass die ganzen anderen positiven Eigenschaften, die als Musikstreaming an sich gebracht werden, rausgelassen werden. Ja, aber man muss ja gar nicht so weit zurückgehen und sagen, wir gehen jetzt wieder zu den physischen CDs und Vinyls zurück. Ich sage immer, ich habe es damals versucht auf iTunes. Also, ich hatte einen Major-Deal während den iTunes-Zeiten und also wahnsinnig schwer. Mhm. Und selbst im digitalen Bereich zwischen, ich sag mal, MP3 und Streaming hat sich einiges verändert und hat Streaming dann nochmal Chancen aufgemacht. Wie gesagt, da muss man gar nicht so weit zurückblicken. Stimmt. iTunes hat bei mir schon nicht funktioniert, sobald Streaming da war, ging das alles auch für mich persönlich total auf. Mhm. Ne? Und bin da völlig bei dir. Ich finde, das darf überhaupt nicht vernachlässigt werden. Und deshalb finde ich diese Spotify-Rants auch immer ganz, ganz, ganz schwierig, weil es einfach so tolle Chancen gebracht hat. Ja. Und dafür bin ich eher auf der dankbaren Seite. Obwohl das System natürlich nicht perfekt ist. Aber nochmal, große Systeme sind nie perfekt und tendieren in den allermeisten Fällen an irgendeiner Ecke zu Problemen oder etwas fehlender Fairheit zum Beispiel. Ja. Aber schauen wir mal, was dieser da macht mit Universal. Auf jeden Fall. Übrigens noch kurz zu klassischer Musik. Ich habe gestern einen kleinen Witz gelesen. Schieß los. Orchester, sind eigentlich auch nur Coverbands. Also, nächste Frage. du bist dran. Ich würde tatsächlich weitermachen. Ja, jetzt kommen wir auch zu der bereits angesprochenen Frage, die für uns selbstverständlich ist, aber für viele da draußen
gegebenenfalls. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Verlag und einem Vertrieb? Ah, ja. Ich glaube, die Frage wird uns regelmäßig gestellt, gerade irgendwie in Onboarding-Gesprächen, weil den Leuten doch oftmals nicht klar ist, nicht ganz klar ist, was der tatsächliche Unterschied ist. Ach du, ich kenne auch viele Leute, die schon lange in der Musikindustrie arbeiten und Publishing und Distribution verwechseln. Ne? Also, Verlag, Publishing, Vertrieb, Distribution. So, also nur mal kurz, um die Terminologie richtig zu setzen, weil ja die Anglizismen auch gerne benutzt werden, auch von mir übrigens. Der Verlag kümmert sich um das Urheberrecht. So. Also ich stelle jetzt einfach mal die direkte Verbindung her. Verlag, GEMA. Ja? Der Verlag administriert die Urheberrechte von Songschreibern und Songschreiberinnen, von praktisch überall, wo Urheberrecht entsteht. Das bezieht sich natürlich dann auch auf Producer, Producerinnen. Und administriert eben dieses Copyright, wo welches entstanden ist, mit den Associations und den Verwertungsgesellschaften weltweit. In Deutschland natürlich die GEMA. Die melden es da an. Die, ich glaube, sie zahlen es dann. Nee, die GEMA zahlt es aus. Sie kümmern sich also schlussendlich drum, dass das alles im Lot ist und dass das alles passt. Ja. Ein Verlag schickt dich potenziell, eben weil die Interesse daran haben, dass du mehr Urheberrecht schaffst, was dann in ihren Teilkatalog mit übergeht, kümmern sie sich im besten Fall darum, dass dir Chancen eröffnet werden, dass du in Songwriting-Camps kommst, dass du in Sessions kommst, dass du Co-Productions bekommst und. Eben, dass du mehr dieses Urheberrecht, mehr von deinem Urheberrecht schaffst, was sie dann anmelden können, wovon die dann einen prozentualen Share bekommen. So. Auf der anderen Seite, Vertrieb, Distribution hat überhaupt gar nichts zu tun mit dem ganzen Urheberrecht, hat nichts zu tun mit der GEMA, grundsätzlich erstmal nichts zu tun mit der GEMA, erstmal nichts zu tun mit der GVL und anderen Verwertungsgesellschaften. Der Vertrieb vertreibt die Musik heutzutage primär online. Ne? Um das vielleicht ganz einfach zu erklären, wie ich zum Beispiel Freunden von mir erkläre, die nicht in der Musikindustrie arbeiten, was ich denn eigentlich so beruflich mache. Ich arbeite beim Musikvertrieb und der Musikvertrieb hat sich früher darum gekümmert, dass die CDs beim Mediamarkt im Regal landen. So. Und natürlich dann auch, wo die platziert sind, schön auf Augenhöhe, das Top-Album, dass es auch schön gekauft wird und so weiter. Und das findet heute eben primär im digitalen Bereich statt. Und da sind wir mit Dictus ja auch ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei. Für mich grundsätzlich ist das der Unterschied zwischen Publishing und Distribution. Oder aber Verlag und Vertrieb. Dem ist nichts hinzuzufügen. So, dann guck mal. Perfekt erklärt. Also, wie wenn hier irgendwie ein Wikipedia-Beitrag vorgelesen wurde. Ich setze meinen Haken drunter. Sehr gut erklärt. Also vielleicht nochmal zusammengefasst. Also Verlag, Urheberrecht und GEMA in Deutschland. Ja. Vertrieb vertreibt die Musik auf den Online-Plattformen. So, mit dem Vertrieb bekommt man seine Musik zum Beispiel auf Beatport, Spotify, Apple Music und so weiter, weil man die eben nicht einfach selber hochladen kann. Ja, vielleicht muss man da auch jetzt noch dazu sagen, ein Verlag ist nicht zwingend. Also ich kann auch tatsächlich selber als Songwriter unabhängig auftreten. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie einen Verlagsdeal mit, keine Ahnung, gibt es diverse Anbieter da draußen. Ja. Ich kann auch im Endeffekt selbst ja als GEMA-Mitglied meine Werke dort administrieren, hochladen, registrieren und bekomme dann trotzdem auch bei einer Verwendung meinen Anteil ausgeschüttet. So wie du jetzt vorher nur gesagt hast, Verlage sind ja in der Regel danach orientiert oder freuen sich ja da irgendwie, wenn mehr Urheberrechte dann auch geschaffen werden und man sich dann eben um diese Songwriting-Camps, wo du dann auch mit anderen Songwritern zusammenkommst, wo einfach neue Musik entsteht. Und eben auf der anderen Seite, und das ist oftmals ja auch der Benefit von so einem Verlag, die haben ja Beziehungen zu Film, Fernsehen, Radio und kümmern sich dann auch um diese Pitches dorthin. Also Sing so ein bisschen, genau. Ja, also oftmals, wenn ihr irgendwie Musik dann in Filmen hört, dann wurde das initial gepitcht von irgendeinem Verlag. Ja. Genau. Und natürlich, wenn es da zu einer Nutzung kommt, dann fällt dann natürlich ordentlich GEMA an profitiert wiederum der Songwriter, die Songwriterin. Deswegen, das ist so der Hintergrund von den vielen Verlagen, die es da draußen auch gibt. Wie gesagt, ist aber nicht zwingend erforderlich. Genau. Jetzt muss man dazu sagen, es macht ab einer bestimmten
Größe oder ab einem bestimmten Volumen an Katalog vielleicht schon Sinn, weil man ja leider offen dazu sagen muss, sich mit der GEMA zu beschäftigen, ist nicht so ganz einfach. Ne? Also ja. Es ist in sich kompliziert. Ne? Das Anmelden und so, das ist alles ganz nett, obwohl auch da schon Fragen aufkommen. Wenn man das jetzt noch nie gemacht hat, ist es schon ein bisschen schwierig. Aber alles so drumherum ist total kryptisch. Wenn da Probleme auftauchen, viel Spaß. Auch da vielleicht an der Stelle, also lieber, glaube ich, zum Hörer greifen, ja. Weil per E-Mail ist relativ schwer, genau, so aus voll. Meiner Erfahrung zumindest ja. heraus. Also ich und Hörer dauert eine Weile, aber ja. das ist okay. Also man sollte gerade bei dieser Administration diese Urheberrechte wirklich im Optimalfall von vornherein darauf achten, dass echt alles passt. Weil wenn nachher einer die Hand hebt und sagt, ach, da stimmt was in der Anmeldung nicht, dann ist das wirklich auch ein kleiner Prozess, wofür ihr einen halben Tag Urlaub nehmen müsst. aber ansonsten, wie gesagt, es gibt da, glaube ich, so ein paar Sachen zu optimieren, die es ein bisschen bürokratischer machen, als es eigentlich sein müsste. Ja. Ne? Wobei man muss schon dazu sagen, also die GEMA gerade in den letzten Jahren hat echt auch nochmal Gas gegeben. Klar, neue Online-Portal und Co. Also du merkst schon, dass da irgendwie was im Gange ist. Mhm. Aber ja, bis vor, ich glaube, 4 Jahren hat man auch noch irgendwie Fax angenommen. Ja. Das ja, zeigt vielleicht den aktuellen Stand. Ist halt auch wieder ein wahnsinnig großes Konstrukt total. Einfach. Mega, ne? Und große Konstrukte bewegen sich einfach langsam. Ne? Ist auch einfach ein komplexes Feld, muss man dazu sagen. Ja. Und deshalb also, da einen Verlag zu haben, der dir hilft, also der sich einfach exklusiv drum kümmert, das macht insofern Sinn, dass du dann kannst es einfach vergessen. Total. So, ne? Ja. Und wenn du was geschrieben hast, dann schickst du eine E-Mail an deinen Verlagsrep und der kümmert sich dann darum. Und klar, Vorschüsse sind auch so eine Angelegenheit, die es im Verlagswesen häufiger mal gibt. Ja. Insbesondere im Deutschrap und Hip-Hop ist es ja so ein Riesending. Ja, habt ihr schon Publishing-Deal und so weiter, habt ihr schon einen Verlagsvertrag? Weil es sind wirklich auch Vorschüsse im Spiel, wo ich persönlich mich frage, wie man die wieder reinkriegt. Ne? Aber gerade da kommt dann eben auch der Effekt dieses Verlags mit rein, wie du gesagt hast. Die schicken dich dann halt auf eine Session, wo potenziell eben Hits geschrieben werden. Weil das muss man ja auch so ein bisschen sagen. Jeder kann einen Hit schreiben, ja? Aber die allermeisten kommerziellen Hits, wenn wir hier von, weiß ich nicht, im elektronischen Bereich tatsächlich so von David Guetta und Co. sprechen, werden eben in diesen großen Verlagscamps geschrieben. Da sind dann die hochkarätigsten Songwriter und Songwriterinnen, die es eben so zu bieten hat. Ne? Und da wird dann eben mehr Urheberrecht und potenziell sehr, sehr, sehr erfolgreiches Urheberrecht geschaffen. Richtig. Und du kommst halt oftmals dann auch mit diesen Writern gar nicht zusammen, weil die ja. eben nur eben in diesen dedizierten genau. Camps unterwegs sind. Ja, aber grundsätzlich, ich glaube, Publishing ist trotzdem ein Feld, was von vielen unterschätzt wird, wie viel Kohle da auch liegt. Voll. Und ja, ich meine, es wie gesagt, man muss ja jetzt im ersten Schritt gar keinen Verlagsdeal irgendwie suchen oder auch eingehen, sondern kann auch einfach mal anfangen, bei der GEMA seine Sachen zu registrieren und einfach mal zu gucken, was dabei rumkommt. Man ist oftmals erstaunt, wie viel Kohle dann doch da rumliegt. Ich war letzte Woche erst erstaunt, weil die Abrechnungszeiträume sind ja auch so, weiß ich nicht, ganz komisch, wahnsinnig undurchsichtig. Ich glaube, es ist 1 Jahr verzögert oder 2 Jahre verzögert und dann einfach mitten im Jahr werden verschiedene Anteile ausgezahlt. Und die GEMA zahlt automatisch. Ne? Also du hast auf einmal Geld auf deinem Konto. Aber wie du sagst, ich würde definitiv darauf hinweisen, dass man sich bei der GEMA anmeldet, dass man seine Werke bei der GEMA anmeldet. Ich glaube, die GEMA kostet 50 Euro im Jahr Mitgliedsbeitrag, weil es ist ja ein Verein. Sicher, ja. Die GEMA ist ein Verein. Denn wenn wirklich mal ein kleiner Achtungserfolg dabei ist und selbst wenn ein Song jetzt mal nur 100.000 Streams hat, Streaming zahlt ja auch an die GEMA. Ne? Und das ist schon eine nette Überraschung, wenn da dann nach einer Weile einfach ein bisschen Geld da ist. Das, für mich ist die GEMA wie im Herbst seine Jacke von letztem Jahr anziehen und 5 Euro in der Tasche zu finden. Also für mich ist es, ich gucke in dieses GEMA-Portal rein und denke so, ach,
Das ist ja nett. Ja. Nice. Witzige Metapher. Nee, aber vielleicht an der Stelle auch dazu gesagt, also du hast es kurz jetzt angerissen, aber im Endeffekt jede Plattform ist ja verpflichtet, auch einen Mechanical-Anteil abzuführen. An GEMA oder eben andere Verwertungsgesellschaften der Welt. Und so gesehen dann auch den Songwriter oder die Songwriter auf entsprechenden Werken dann zu entlohnen. Genau. Und das wird dann auch über die GEMA und Co. abgerechnet. Also wie gesagt, wenn selbst wenn ihr nicht in Film, Fernsehen, Radio stattfindet oder auch live, allein darüber, über Streaming-Performance kann man echt kommt schon ein bisschen was, das stimmt. Viel verdienen. So. Ja. Ja, also man ist, wie gesagt, oftmals überrascht und dann ergeben sich teilweise dann eben auch bei so potenziellen Verlagsdeals echt unfassbar große Advances. Ja. Ja, genau. Cool. Okay, lass mich mal gucken, was ich hier noch habe. Mhm. Aha, das muss eine Artist-Frage gewesen sein. Okay. Was sind für euch absolute No-Gos in Verträgen? Zunächst mal an der Stelle, wir sind keine Rechtsberater. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist alles anekdotisch. Richtig. Aus unserer eigenen Erfahrung. Genau, wir beide sind Künstler. Genau. Wir beide hatten schon mit Major-Labels zu tun. So ist es. Aber eben auch mit kleineren Independent-Labels. Deswegen, ich glaube, wir können da schon relativ viel aus unserer Erfahrung auch teilen. Ja. Ich für meinen Teil habe damals den Fehler gemacht, den exklusiven Labelvertrag einzutreten, der auf Optionen sich beläuft. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, keine Optionsdeals einzugehen, sondern eben auf eine feste Vertragslaufzeit zu gehen und darüber dann zu arbeiten. Aber grundsätzlich, wenn ein Vertrag beispielsweise keinen richtigen Briefkopf hat im Sinne von keine aufgeführte Adresse der Company, des Labels, mit dem du den Vertrag abschließt, dann ist es schon mal auf jeden Fall eine Red Flag. Ja, voll. Wenn nicht klar gekennzeichnet wird, in was für einen Turnus das Label abrechnet und auch wie es abrechnet, wie die prozentuale Verteilung ist, absolute Red Flag. Ja. Was gibt es auch, wenn die Territorien nicht bestimmt sind? In der Regel ist es worldwide. Ich hatte aber auch schon Verträge unterschrieben oder auch vorliegen gehabt, wo ich glaube Universe als Territory festgelegt wurde. Hatte ich auch. Das ist, kann man jetzt von halten, was man möchte. Ich glaube, das ist auch streng genommen nach deutschem Recht gar nicht erlaubt und sittenwidrig. Aber US-amerikanisches Recht ist ja doch ein bisschen weitreichender. Deswegen, also da gibt es auch die wildesten Formulierungen in den Verträgen. Oftmals, wie gesagt, nach deutschem Recht ist vieles sowieso gar nicht erlaubt. Da ist man auf der sicheren Seite. Aber gerade wenn man jetzt im Ausland Verträge unterschreibt, sollte man schon vorsichtiger sein, definitiv. Und die Sache mit den Optionen, ich glaube... Vielleicht kannst du noch kurz erklären, was ein Optionsdeal ist. Genau. Also ich signe einen Track mit einem Label. Die sagen, okay, wir wollen den Track haben, aber wir wollen auch die Option auf die nächsten X-Songs bekommen. Ja? Das kann einer sein, es kann fünf sein, es können aber auch drei Alben sein. Ne? Und dann musst du eben deine nächsten Produktionen dorthin schicken und die nehmen sie oder nehmen sie eben nicht. Und ich glaube, sie haben die Option, die dann zu nehmen. Und ich glaube, aber es gibt eben diesen kleinen Trick da drin, dass wenn sie es nicht nehmen, dass die Option bestehen bleibt. Ja? Also ich erinnere mich, glaube ich, damals in meinem Major-Vertrag sind diese Optionen erloschen mit eben dieser Absage. Da könnte man schlussendlich, wenn man irgendwie böse ist, sagen, okay, wir schicken jetzt halt einfach Müll hin und dann sagen die nein und dann sind die Optionen erloschen. Aber ich glaube, das ist nicht immer der Fall. Grundsätzlich für mich persönlich Optionen natürlich schwierig, aber nicht direkt komplett verteufelt. Wenn man jetzt eine wahnsinnig gute Beziehung zu einem Label hat, man hat da schon ein, zwei Mal veröffentlicht, das ist alles toll gelaufen, die Kommunikation war echt cool und ihr seid da vielleicht auf einem, ja nicht ganz Buddy-Level, aber ihr seid einfach schon vertrauter, ihr habt schon eine Beziehung aufgebaut, dann kann man potenziell über Optionen nachdenken. Ja? Wenn man jetzt aber, das ist nur meine Meinung, wenn man jetzt aber zum ersten Mal bei einem Label veröffentlicht und die signen über Optionen meine nächsten sechs Dinger weg, dann sage ich auch, ja,
Nee. Aber das ist vielleicht auch so ein Takeaway, was man wissen muss. Für viele ist es selbstverständlich, für andere nicht so. Verträge sind ja nicht in Stein gemeißelt. Also klar, es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, mit wem man spricht. Aber häufig kann man über solche Dinge dann einfach sprechen und kann sagen, hey, mir gefällt dieser Punkt nicht, können wir hier was machen, mir gefällt dieser Punkt nicht, hier habe ich einen besseren Vorschlag und. Genau, wichtig im Vorfeld, bevor man unterschreibt. Ach so, ja, also, definitiv weil nicht. Ich gerade auch so gedacht, ja, okay. Nein. Währenddessen ist es natürlich schwierig, da kann man dann auch hoffen, dass man irgendwie auf Verständnis irgendwie genau, das trifft, geht nicht. Aber ja. In der Regel findet man, so ist sucht es. Man das vergeblich. So ist es, aber okay, wenn ihr in den Vertragsgesprächen seid, ja. Dann kriegt ihr den Vertrag, um euch den vorab mal anzugucken. Und wenn euch dann nicht was gesehen, wenn euch dann etwas nicht gefällt, dann unbedingt den Mund aufmachen und drüber sprechen. Ja? Also häufig ist es ja so, dass das Label oder der potenzielle Vertragspartner auch Interesse dran hat. Ja? Und da habt ihr ja auch eine Position dann, wo ihr sagen könnt, hey, Optionen sind für mich kein Ding. Ja? Oder 250 Euro fürs Artwork zu zahlen, was ihr über AI gemacht habt, meine ich. So, mhm. Ja, also dieser Kostenpunkt muss raus zum Beispiel. Ja. Ja. Und über solche Dinge kann man einfach sprechen während der Vertragsverhandlung. Wenn nachher schon unterschrieben ist, nicht so gut. Ja, also vielleicht auch grundsätzlich, und das erleben wir auch immer wieder im Vertriebskontext, wir schicken den Vertrag raus, teilweise kommt es postwendend dann wieder zurück und dann weißt du ja oftmals auch, okay, derjenige hat sich den Vertrag gegebenenfalls gar nicht richtig durchgelesen. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja, cool für uns, weil wir dann irgendwie keinen administrativen Aufwand haben, aber auf der anderen Seite ist es dann oftmals auch problematisch, weil derjenige, diejenige sich auch gar nicht mit dem Vertrag befasst hat, auch gar nicht weiß, welche Rechte er oder sie abgibt an uns. Und dann teilweise dann irgendwie neue Vertriebsdeals in der Zwischenzeit unterschreibt und du dann aber sagst, hey, du hast hier einfach halt unterschrieben. Ja. Das ist halt auch bindend in irgendeiner Form. Deswegen, also grundsätzlich nehmt euch die Zeit, guckt euch die Verträge an, die ihr unterschreibt. Ja. Und so wie du sagst, wenn Fragen entstehen, also wir sind auch keine Juristen, auch teilweise, wenn ich dann Verträge lese, stutze ich dann auch oftmals. Vor allem, wenn es dann auch noch irgendwie nicht auf meiner Muttersprache ist. Ja. Das hat ja schon ein ganz anderes sprachliches Level auch nochmal. Deswegen scheut euch da nicht irgendwie auch zu fragen. Also klar. Oftmals ist es einfach nur eine Verständnisfrage, ja. Also, ich glaube, wir haben alle Fragen. Mega. Mega, oder? Ja. Und wie gesagt, falls ihr noch weitere Fragen habt in der Zukunft, scheut euch da nicht, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail, wenn es sein muss. Einfach her mit den Fragen, wir freuen uns da tierisch drüber, egal was es ist. Und dann seid ihr Teil der nächsten Podcast-Episode. Und so bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet beim Dick des Deep Dive. Yes. Alrighty. Schönen Tag. Ciao.